Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am? Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde. Und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften, tief im verlorenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? La la la, Jutentag. Und damit habe ich wahrscheinlich schon 10 potenzielle Zuschauer wieder abgeschreckt. Aber nein, ich hoffe nicht. Willkommen zu einer Demo von Tomb Raider 1. Nein? Lassen wir mal kurz laufen. Da kommt jetzt herrlich wenig Sound. Könnte man jetzt sagen, okay, das zeichnet Tomb Raider 1 so ein bisschen generell aus, dass da nicht so viele Sounds dabei sind. Aber das hat so ein bisschen auch einen kleinen Grund. Ich gehe mal eben kurz in ein Untermenü hier rein, und zwar in Detailstufe. Ich weiß nicht, ob es das damals auch schon gab. Jedenfalls willkommen zu einem neuen Let's Play aus dem Hause Dave Dern TV. Wie immer nehme ich das hier auch live auf twitch.tv/DaveDurdenTV auf. Das heißt, wenn ihr mal bei kommenden Sessions live dabei sein wollt, bei Tomb Raider 1 aus dem Jahre 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee, dann folgt mir gerne auf Twitch, denn das macht immer Spaß mit euch. Also, ich habe hier den Chat nebenbei an, zum Beispiel ist der Platin-Kicks dabei, der Super Flash Crash und vielleicht auch noch ein paar andere Zuschauer, die einfach so zuschauen, ohne was im Chat zu schreiben, was natürlich auch vollkommen okay ist. Ja, Tomb Raider 1. Kurz bevor wir anfangen, ein paar Worte zu dem Spiel, beziehungsweise wie ich jetzt dazu komme. Eigentlich hatte ich ja gerade noch Far Cry 3 im Stream gespielt und aus technischen Gründen kann ich es leider nicht fortführen. Ich finde es sehr schade, aber es geht leider nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues Spiel überlegt, was ich ganz gern spielen wollen würde. Und das ist jetzt Tomb Raider 1. Wie gesagt, aus dem Jahr 1996, das Jahr des Herrn. Aber mit einer kleinen Änderung im Vergleich zum Original, aber wirklich klein. Das Spiel hier ist leicht gemoddet von mir. Es hat ein paar HD-Texturen und HD-Sounds drin. Das werdet ihr gleich merken. Es ist auf Deutsch, also keine Sorge für die, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind. Und ja, sieht einfach ein bisschen knackiger aus als damals. Zwar immer noch so mit diesem alten Charme, ne? So PlayStation 1-Zeit, Mitte der 90er. Aber trotzdem schöner, ein bisschen frischer. Sagen wir es mal so. Ein schöner, frischer, runder Apfel von einem Spiel. Wenn ich es so vergleichen darf, mache ich einfach mal. Das ist die einzige Änderung. Die Level selber sind genau gleich. Da hat sich nichts geändert. Das heißt, wir werden das schön durchspielen zusammen. Ihr könnt mir übrigens sehr gerne an die Leute, die im Chat sind, auch sehr gerne weiterhelfen, wenn ich mal irgendwo was übersehen haben sollte oder so. Oder wenn ihr irgendwo ein Secret entdeckt habt, was ich vielleicht irgendwie ein paar Meter weiter zurück übersehen habe, wo ich aber noch hinkommen kann. Könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben. Würde mich sehr interessieren. Deswegen, ich möchte das ja so auch so ein bisschen mit euch spielen. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck von Streams, finde ich, oder auf Twitch. Nicht im Sinne davon, dass ihr mir natürlich Sachen spoilert oder was, aber dass man halt zusammen auch so ein Spiel erlebt. Deswegen gehen wir das einfach mal an. Ich habe jetzt leider gerade in dieser Aufnahmesession nicht allzu viel Zeit, aber wir schauen uns auf jeden Fall Laras Haus mal an. Das allererste Mal Tomb Raider 1996 war ich 5 Jahre alt, hab's damals zwar noch nicht gespielt, aber ein paar Jahre später schon und ich habe mich direkt darin verliebt. Und die Melodie, die Musik. Könnte man sich reinlegen. Übrigens auch mein erstes vollkommenes Let's Play, wahrscheinlich dann mit Facecam, hier so, da, ne? Nicht nein, ja, Demo ist schön und gut, aber Laras Haus ist besser. Also, bis jetzt gleich. Gehen wir mal rein.
Willkommen bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. Ah. Ja, willkommen im Tutorial-Level. Benutzt das Steuerkreuz, um ins Musikzimmer zu gehen. Ich habe die Steuerung vorhin schon mal so ein bisschen angepasst. Das heißt, es sollte eigentlich soweit gehen. Es kann aber sein, dass ich noch ein, zwei Sachen im Laufe des Spiels nochmal ändern muss. Und diejenigen von euch, die das Original kennen, die haben es vielleicht sogar allein an dieser Wandtextur hier schon gesehen. Das sieht halt einfach ein bisschen schöner aus. Damals kann man das den Entwicklern, den Developern, den Devs, wie man sie auch immer nennen möchte, natürlich nicht zum Vorwurf machen. Es waren halt andere Zeiten. Und ich finde es auch schön, dass sie dieses Feuer zum Beispiel, diesen Kamin, nicht gegen richtiges Feuer ausgetauscht haben. Irgendwie. Es hat trotzdem den Charme, deswegen habe ich es so genommen. Wobei der Rauch auch nicht so ganz gut abzieht. Aber das soll nicht mein Problem sein, soll nicht unser Problem sein. Was haben wir hier für Bilder? Ah, okay, irgendwelche Aristokraten, wahrscheinlich Familie. Bernd der 16. oder so, ich weiß es nicht. Ach, ist das schön, endlich mal wieder ein Tomb Raider. Ja, das letzte Tomb Raider, was ich let's played habe, war Tomb Raider 2. Ich habe mittlerweile Tomb Raider 2, Tomb Raider 4, Tomb Raider 5 und Tomb Raider 2013 let's played. Ich habe vor, alle Tomb Raider Teile zu let's playen, nach und nach. Und das hier ist jetzt sozusagen der nächste. Und auch der allererste in der Chronologie. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Genau. Ich habe mir das für mich persönlich ja wieder so ein bisschen hingelegt, dass es für Linkshänder passend ist. Es gibt schon 2013 Teile. Irgendwann bestimmt. Es würde mich nicht wundern. Allerdings nicht mehr von Core Design, aber die haben ja dann auch nach dem sechsten Teil. Ich glaube doch, Angel of Darkness, in Fachquadraten auch Angel of Buckness gerne genannt, war auch noch von Core Design, das dann aber das letzte. Ein Spiel, was leider meiner Meinung nach so ein bisschen in Verruf gekommen ist, weil es halt leider so ein bisschen bugverhaftet war. Aber an sich von der Story her ein super Spiel. Na? Willst du nichts machen? Eine Sache würde mich trotzdem mal interessieren. Ja, okay. Also, wie gesagt, die üblichen Trademarks dieses Spiels, die Missspitztitte zum Beispiel, die haben wir immer noch da. Freut mich einfach. Finde ich gut. Die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Ja. Um den werten Let's-Player-Kollegen und Streamer-Kollegen Zugzui zu zitieren, ja, da hast du ja auch überhaupt keinen Platz in einer Riesenvilla, ne? Ja. Ich finde es übrigens schön, in den ersten drei Teilen ist man ja hier auch im Haus, kann man wahlweise anfangen, beziehungsweise im dritten Teil fängt man da nicht sogar sowieso hier an, also standardmäßig, ich weiß es gar nicht ganz genau, muss ich auch irgendwann mal let's playen, wird auch drankommen. Ich finde es halt schön, wie das Haus immer weiter ausgebaut wurde. Hier haben wir zum Beispiel das Schlafzimmer, da kommen wir jetzt noch nicht rein, aber in späteren Teilen, im zweiten Teil zum Beispiel, kommen wir hier rein. Und hier oben ist auch der Dachboden noch nicht da. Und generell dieses Fachwerkhausartige finde ich halt schön. Und ich muss mir definitiv noch ein, zwei Sachen umstellen. Das mache ich auch jetzt gleich nochmal eben, solange wir hier im Tutorial sind. Interessanter Teppich übrigens. Ich glaube, den gab es im Sonderangebot, so oft wie der. Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Hi Carl Creighton, danke fürs Einschalten. Und hier natürlich die Bundeslade. Wer hat sie nicht einfach neben der Haustür stehen? Ja, werte Dame. Hier lernen wir halt so ein bisschen, wie die Mechaniken des Spiels funktionieren, ne? Also, wow. Jetzt nichts Neues für Leute, die natürlich das Spiel schon kennen. Und es wird wahrscheinlich auch einige von euch geben, die das Spiel schon kennen und es halt einfach so als Let's Play zuschauen wollen. Aber ich finde auch als Let's Player oder als Streamer darf man halt nicht davon ausgehen, dass alle das Spiel in- und auswendig kennen. Deswegen erkläre ich hier und da auch ein paar Sachen. Das war mal der Ballsaal, aber ich laufe natürlich nicht überall hin. Wenn ich besonders vorsichtig sein möchte, gehe ich. Während du die G-Taste gedrückt hältst, kann ich nicht herunterfallen. Selbst wenn du versuchst, mich über die Kante zu führen. Probier's aus. Wenn ich jetzt was ausprobiere, dann fängst du wieder drei Sätze gleichzeitig an, Frau. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll.
Ich muss mal eben hier die Story umstellen. Genau. Wir stellen die Story um. Nein, wir stellen natürlich die Steuerung ein bisschen um. Übrigens die Belegung links so ein bisschen out of bounds, ne? Aber nur so leicht. Und zwar möchte ich mir umstellen, ich bin mal kurz am Überlegen, die Rolle. Und zwar stelle ich die Rolle auf R für Rolle und stelle Umsehen auf Q. Waffe ziehen ist das. Waffe ziehen, Shift. Ich glaube, das sieht gut aus. Gehen. Huch. Gehen machen wir mal. Ja, obwohl das kann bleiben eigentlich. So. Das hier. So, schauen wir mal. Wenn du dich umsehen willst, halt die C-Taste gedrückt und drück das Steuerkreuz in die gewünschte Blickrichtung. Genau. Das Steuerkreuz ist übrigens, sind meine Pfeiltasten. Ich bin Linkshänder, deswegen spiele ich nicht mit WASD. Wenn ein Sprung zu weit für mich ist, kann ich mich an der Kante festklammern, damit ich nicht herunterfalle. Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Drück dann die Sprungtaste und gleich danach das Steuerkreuz hoch. Drück jetzt, während ich noch in der Luft bin, die Handlungstaste und halte sie gedrückt. Ja, ich muss nochmal erstmal wieder ein bisschen... Es ist keine Tanksteuerung in dem Sinne, aber ich muss ein bisschen klarkommen. Vor allem können wir auch den hier machen. Und dann zwei Schritte und dann springen. Und das ist so diese gleichbleibende Mechanik der letzten oder der ersten 5 Tomb Raider-Teile eigentlich. Wenn man die einmal gerafft hat, von wegen zum Beispiel, ich stehe mich an die Kante, drücke gehen, dann bleibe ich stehen und falle auch nicht runter. Dann kann ich bis ganz an die Kante gehen. Drücke einmal nach hinten, sie macht einen Satz nach vorne, kann dann zwei Schritte machen, dann kann man springen. Also ich zeige es mal kurz. 1, 2, springen. Eigentlich, wenn ich dann springen drücken würde. Wenn ich Anlauf nehme, bekomme ich so G zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Lass dann die G-Taste los und drück das Steuerkreuz kurz hinunter. Jetzt nehme ich Anlauf. Drück das Steuerkreuz hoch und sofort danach die Sprungtaste. Halt die Sprungtaste gedrückt, ich springe erst im letzten Moment. Davon abgesehen, dass der letzte Teil ihrer Ausführung gerade sehr gestaucht war, hat sie gerade genau das gesagt, was ich vorher auch gesagt habe. Warum? Ich mache mir manchmal... So. Schee. So. Was soll ich jetzt... Okay. So, das ist ein richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante klammern. Oh ja. Manche Frauen und manche Kerle machen das sicherlich ganz gerne, sich mal an die Kante klammern. Toll! Flupp. Dankeschön! Das finde ich auch so schön, ne? Gerade wenn man das als Kind zum Beispiel spielt, man wird halt echt gelobt. Es ist halt echt schön. Versuch mal hier hochzuklettern. Doch ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. Also Chauvinisten würden wahrscheinlich sagen, typisch Frau, versuch hier mal hochzuklettern, ich kann hier nicht hochklettern. Alles klar. Aber zum Glück bin ich kein Chauvinist. Deswegen würde ich das auch nicht sagen. Aber ja. Ich finde auch, also manche würden wahrscheinlich hier schon bemängeln, aus heutiger Sicht natürlich betrachtet. Drück das Steuerkreuz nach unten, damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. Mhm. Ah, Moment. Kann sie das hier schon? Ja. Das kriegt man nämlich nicht beigebracht, aber das kann sie auch. Wenn man gehen, Handlungstaste und nach oben ziehen gleichzeitig gedrückt hält, dann macht sie so ein kleines akrobatisches Kunststückchen, weil sie es kann. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Was manche wahrscheinlich bemängeln würden jetzt, es ist so ruhig. Lass uns schwimmen gehen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Mit der Sprungtaste und dem Steuerkreuz steuerst du mich unter Wasser. Es ist wahrscheinlich für manche etwas zu ruhig momentan, weil keine Musik ist, aber
Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Mods, die jetzt hier Musik einbauen würden oder so, aber nee. Ich will es ja schon originalgetreu lassen, deswegen. Ach, Luft. Drück einfach das Steuerkreuz nach vorne, links und rechts, um mich an der Oberfläche zu bewegen. Drück die Sprungtaste, wenn ich noch einmal ab. So, jetzt lege ich erstmal die nassen Sachen ab. Nein! Ich wollte noch einen Sprung. Ich wollte noch einen Hechtsprung machen. Aber dazu kriegen wir auch noch Gelegenheit. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich schaue gerade mal auf die Aufnahmezeit. Man darf hier echt nicht zu lang im Menü bleiben. Ich glaube, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Normalerweise, früher habe ich die immer so ein bisschen länger gemacht, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Das ist ein guter Abschluss für den Einstieg. Ihr habt so ein bisschen die Mechaniken kennengelernt, also wenn ihr jetzt zumindest noch nicht wusstet, wie das Spiel so ein bisschen funktioniert. Ne? Es ist sehr auf dieser Klötzchen-Grafik, auf dieser Block-Konstruktion aufgebaut. Also, dass verschiedene Sachen, an die wir uns hangeln können, Kanten und sowas, dass die in diesen Blöcken aufgeteilt sind. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut für diese alten Spiele. Heutzutage wird man das natürlich nicht mehr machen, ist ja klar, aber ach, es ist einfach schön. Ach, die Musik. Ich werde übrigens wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen mitsingen hier und da. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Und ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Und bedanke mich wohlgestärkt bei euch fürs Zuschauen. Vor allem auch auf YouTube natürlich. Auch da lese ich natürlich alle Kommentare. Falls ihr irgendwas postet, freue ich mich immer drüber, falls ihr da was da lasst und gerne auch ein Däumchen oder so, falls es euch gefallen hat natürlich. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn und tschüss, euer Dave.